Hallo YouTube und Leute, die sich dieses Video anschauen. Heute werde ich als Unboxing den Nachfolger von SmackDown vs. Raw 2010 und SmackDown vs. Raw 2011 bringen. Und zwar leider nicht mehr SmackDown vs. Raw, sondern einfach nur noch das WWE 12 von THQ. Wie man auch sieht, die haben ihr Logo auch geändert. So sieht es jetzt aus. So sah es vorher aus. Hoffe, man erkennt das so halbwegs. So, ja, machen wir es doch mal auf. Oh, bisschen radikal. Ja, ist ja auch egal. So, ja, auf dem Cover befindet sich Randy Orton. Ja, Spiel ist ab 16. THQ hatte ich ja schon gesagt. So, guck mal auf die Rückseite. Bigger, Badder, Better. Lieber eine völlig neue WWE. Mit der neuen Predator Engine soll es schneller, flüssiger, einfacher und halt elektrisierende TV-Präsentation. Zumindest steht es da so hinten drauf. Es gibt neue Road to WrestleManias. Aber dazu komme ich gleich noch. Dann machen wir es erstmal auf. Ja, die Blu-ray, die auf dem Kopf steht. So. Mit Online Access. Noch irgendwas drin? Nein, keine Werbung. Gucken wir auf die Hausanweisungen. DVD-Tipps der WWE. Inhaltsverzeichnis. Steuerung. Dann haben wir schon die Hälfte durch. Spielbildschirm, Zugriff auf Online-Spielanleitung. Körperteile anvisieren. Oh, das ist neu. Und die Endcredits, Customer Service, bla bla bla. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Aber jedenfalls, es gibt neue Road to WrestleManias, wie ich im Werbespot schon gesehen habe des Spiels. Mit Sheamus und. Man kann jetzt auch im Vergleich zum Vorgänger Arenen selber machen, wie man hoffentlich mal auf diesem Bild da oben erkennt. Also falls das nicht erkennt, dann sage ich so einfach, das ist eine nachgebaute Arena von WCW Monday Nitro. Ja, das Spiel in Deutsch. Mit englischer Sprachausgabe, deutschem Handbuch. Einen Editor gibt es wieder. CAW. Also Creator Wrestler. Ja. Und ich werde es gleich erstmal schön anspielen. Ja, und das war mein Outboxing. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.